Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade auf dem Weg nach Fressnapf und müssen ein bisschen was für Luki einkaufen. Der darf ja mit seinen Zähnchen momentan noch nichts Hartes kauen. Das heißt, normalerweise hatten wir ja noch genügend Trockenfutter, was wir als Leckerchen benutzen wollten. Allerdings kam dann ja alles anders mit seinen Milchzähnchen. Dementsprechend haben wir ihn ja flott aufs Barfen umgestellt. Er kann die Trockenfutterleckerchen natürlich, das Trockenfutter trotzdem als Leckerchen bekommen. Aber momentan noch nicht. Er muss momentan sehr weich fressen. Dementsprechend mussten wir jetzt nochmal Leckerchen-Nachschub holen. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, das, was ich letzte Woche gekauft habe, ist schon wieder komplett in den Hunden verschwunden. Also so ein kleiner Welpe frisst natürlich nochmal einiges mehr als die große Fanny. Der braucht natürlich auch für alles nochmal Bestätigung. Wir versuchen schon einiges über Stimme zu machen, aber immer reicht das natürlich nicht. Dementsprechend fahren wir jetzt zum Fressnapf. Und dann versuche ich auch dieses Welpen-Starter-Paket zu bekommen. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt da ist. Letzte Woche war es nämlich nicht da. Und ich schaue mal, also dieser Welpenclub. Da gucke ich mal, der Loki sitzt schon in der Box drinne. Und dann schauen wir gleich mal. Danach fahren wir noch kurz was essen holen. Es gibt nämlich heute den ersten Döner, seit wir mit dem Sport angefangen haben, welcher jetzt ja momentan pausiert. Aber wir sind immer noch fleißig bei der Ernährung dabei und es klappt auch alles ganz gut. Aber ab und zu muss man sich auch mal was gönnen und dementsprechend gibt es heute Döner. Wir müssen außerdem für Loki ein Geschirr kaufen, weil jetzt fängt er so langsam an, sich ein bisschen mehr zu lösen. Und da schauen wir mal, dass wir ein Geschirr haben. Sagen eigentlich erst die Leine dran. Ne? Ja, Herrchen kriegt ein neues Halsband. Fröche macht eins fertig. Schlüssel hast du? Okay, dann abmarsch. Dass er nicht alle Regale leer räumt. Ja, wo es offen ist. Hallo. Vielleicht später beim Geschirr, aber wir gucken erstmal. Genau. Ist auf jeden Fall. Nehmen wir die einmal mit, weil das sind große, das passt auch. Na gut, sowas müssen wir dann auch mal gucken, ne? Ja. Ach ja, deiner braucht das große, meiner nicht, ja? Ja, ja. Achso, siehst du, Fanny, die Karten vergessen. Er sammelt einmal alles auf, ja. Der kommt da unten, nur halt als Dingsbums. Ja? Ja, die Form ist halt. Ja, ja, so klein ist halt. Und schade leider nur in. Langweilig.
Hose an, Sarah, müssen wir kaufen. Hast du noch irgendwas zu mir bekommen? Haben wir ja noch den schwarzen Hof, falls auch noch hier von dir. Langsam leer, ne? Langsam, ja. Wolltest du wieder die wir haben, diese 100%? Ja, ich glaube, das ist was. Ohne Duft oder mit Lavendel? Beruhigend. Ja. Nehmen wir die, ne? Die ist immer so drin. Ich mag es zum Durchkreis. Ja. Wolltest du noch irgendwas zum Kauen, wenn er jetzt wieder kann? Wir haben ja noch ein bisschen von den Rollen. Riecht alles gut, ne? Die waren ja ganz gut hier, ne? Dann nehme ich die Wildlachsrollen nochmal mit. Ja. Weil die hat dann ja ganz gut gekaut bekommen. Und sind die gut? Ja, die riechen gut. Aber fand er gut oder zu gut? Ich glaube, das könnte für ihn dazu gut werden. Achso, hast du noch gar nicht probiert? Ja. Okay. Ja, die können wir ja ruhig nochmal wieder mitnehmen, denke ich. Die sind ja so von hier auch ganz gut. Dann gibt es aber jetzt noch einen Links. Ich habe sowas. Nee, das nicht. Also, den haben wir ja. Das eine steht jetzt schon öfter, ne? Immer öfter. Vom Einkaufen zurück und dementsprechend wollte ich euch natürlich zeigen, was wir eingekauft haben. Es ist wieder jede Menge geworden, da Loki ja momentan nur Weichleckerchen essen darf und wir haben keine mehr und er auch nicht alles fressen kann, weil er sich mit gewissen Leckerchen jetzt schon hochpusht und dann kann er sich gar nicht mehr konzentrieren. Dementsprechend probieren wir momentan auch einiges aus. Ich denke, wir werden dann aber, sobald die Tierärztin das Go gibt, dass er wieder harte Leckerchen haben kann, auf Trockenfutter umsteigen als Leckerchen. Ich zeige euch trotzdem mal, was wir gekauft haben. Und zwar habe ich hier einmal die Rinti Schicko Plus. Also eigentlich bin ich ja nicht so der Fan von Rinti. Fanny kriegt ja ab und zu auch mal was, weil sie diese Käsedinger ganz gut mag. Ganz gerne mag. Und zwar diese hier. Das ist einmal Huhn mit Käse. Und das ist 100% Rind. Die sind aber von der Größe her super und auch sehr weich. Fanny ist übrigens da im Hintergrund. Deswegen haben wir die jetzt mitgenommen. Ja, ihr denkt euch wahrscheinlich wieder, oh Gott, sind das viele Leckerchen. Ja, aber es geht hier momentan ruckzuck weg, gerade mit zwei Hunden und der Kleine wird ja noch ordentlich trainiert. Also Fanny ja natürlich auch, aber sie braucht ja nicht mehr so viele Kekse und vor allen Dingen darf Loki gerne noch 1-2 Kilo zunehmen. Durch die OP hat er natürlich auch schon wieder ein bisschen verloren, weil er da ja nüchtern sein muss und das geht so schnell beim kleinen Welpen, dass das Gewicht sich verringert dementsprechend. Ja. Er macht da jetzt gerade auch wieder ein bisschen Scheiße, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen immer zwischendurch. Deswegen müssen wir ja ein bisschen zufüttern, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich hier auch die VitaCraft Treaty Bites genommen. Die sind sehr, sehr weich und vor allen Dingen, wenn man Tabletten gibt, kann man die da gut drin verstecken. Also momentan klappt das ganz gut, dass er das noch so nimmt, aber man weiß ja nicht. Und die benutze ich ja für Fanny zwischendurch mal ganz gerne. Das ist quasi unser McDonald's, also unser Frohlik, sage ich jetzt mal. Also das gibt es halt wirklich nur zu besonderen Anlässen oder wenn Fanny mal gar keine Lust hat, um sie ein bisschen zu pushen. Das ist einmal die Sorte Hühnchen und Holunderbeere und die Sorte Hühnchen. Wie gesagt, ganz weich. Habe ich auch da mal wieder da. Dann habe ich noch diese von Real Nature, Wilderness, diese Fischsnacks, diese Wildlachsrollen geholt, weil bevor Luki die Zähne ausgefallen sind, hätte ich beinahe gesagt, konnte er die schon einmal probieren. Und die sind genau richtig für die Welpenzähne, finde ich. Also die sind nicht zu hart, nicht zu weich, genau richtig. Und auch mal was anderes als Rind oder sowas. Dann habe ich hier Rinderkaustangen geholt. Die sind aus Rinderhaut und Rindfleisch.
Und zwar mag die Fanny sehr, sehr gerne. Und da sie ja heute Geburtstag hat, musste ich ihr natürlich auch was mitbringen. Dementsprechend sind das diese Dinger geworden. Aber ich denke, die kann Loki dann auch fressen, wenn die Zähne wieder in Ordnung sind. Die sind nämlich auch nicht so hart. Da müssen wir mal gucken. Ist von Multifit einfach so für Fanny. Dann habe ich noch, das habe ich letztes Mal auch gekauft. Das war auch ganz gut, weil die auch relativ weich waren. Diese Select Gold Sensitive Snacks Lamit Kartoffeln Junior. Die sind auch sehr weich. Die kann man auch in der Mitte nochmal durchbrechen. Die fand er sehr gut. Die mag Fanny auch sehr gerne. Dementsprechend habe ich die nochmal nachgekauft. Dann geht Rucki Zucki weg Kotbeutel. Und da haben wir uns jetzt für diese 100% Leak-Proof Garantie-Dinger geholt. Also einfach extra stark, auslaufsicher, geruchslos. Und das sind auch diese Air-Street-Treated, also diese kompostierbaren Dinger. Und die haben wir bis jetzt auch gehabt. Die waren sehr gut, deswegen haben wir die jetzt nochmal nachgekauft. Die gab es auch mit Lavendelduft, aber das fand ich jetzt nicht so, das brauchten wir nicht. Dann habe ich noch, die habe ich letztes Mal geholt, diese Savannah Pet Lammfleisch Stripes. Die waren auch sehr gut. Die kann man auch sehr klein schneiden. Also das ist sehr gut, um mit einem Hund kleine Einheiten zu machen. Dann habe ich ein Spielzeug geholt, das fand ich sehr süß. Das ist von Anyone. Und zwar ist das so ein Herz, da steht Best Friends Forever drauf. Da dachte ich mir, da kann man bestimmt sehr gut Fotos mitmachen, wenn Fanny das vielleicht hält. Und ich weiß nicht, was Loki dann in der Zeit damit macht, aber vielleicht mache ich damit ein schönes Foto hin. Ja, die beiden randalieren hier gerade. Ich muss das mal kurz abbrechen, kleinen Moment. So, ja, die beiden randalieren hier gerade. Ich musste das mal kurz abbrechen. Fanny ist jetzt auch wieder da. Setz dich hin. Prima, super. Weil die eigentlich gerade gefressen haben und nach dem Fressen eigentlich Ruhe herrscht hier. Vor allen Dingen waren die vorher kurz draußen und dementsprechend müssen die jetzt erstmal kurz runterkommen. Deswegen ist es ganz gut, Fanny darf aufs Sofa, der Kleine noch nicht. Dementsprechend ist das hier vorne ihr Ruhepol. Dann habe ich nochmal eine Bürste geholt. Und zwar ist das so eine Welpen-und-Junghund-Bürste. Einfach damit die sehr angenehm ist zum Üben. Falls ihr einen Hund mit ähnlicher Fellstruktur habt wie Loki und Bürstenempfehlungen habt, könnt ihr mir das sehr gerne schreiben. Ich möchte nämlich auch demnächst jetzt mal gucken, was es da für schöne Bürsten für seine Fellängen gibt. Für Fanny habe ich ja diesen Zoom Groom, diesen Massagestriegel, der reicht definitiv bei ihr aus. Aber ich denke mal, bei Loki wird das eher schwierig, da er ja auch Unterwolle hat. Da muss ich mich nochmal erkundigen, aber zum Üben ist die Bürste, denke ich mal, sehr gut. Und dann habe ich tatsächlich noch eine Katzensache geholt und zwar ist das von Moments Pure Joy 100% Lachsfilet. Das ist nämlich für die Katze von meinen Eltern für Ostern. Die kriegt nämlich immer was zu Ostern. Die Hunde auch. Fanny hat jetzt auch heute was zum Geburtstag gekriegt, denn Fanny ist heute 5 Jahre alt geworden. Und dann haben wir noch Lukis erstes Geschirr. Und zwar ist das von Anyone in der Größe M in so einem schönen Grün. Das ist ein Haargeschirr, nennt sich das. Das haben wir auch schon geguckt. Das ist noch gleich zu groß, aber das S war zu klein. Und M, S, M gibt es da halt in dieser Größe nicht, sondern nur in diesen Dings. Wartet mal. Er nagt noch alles an. Ja, also eine Zwischengröße gibt es da leider nicht in diesem Geschirrmodell. Dementsprechend haben wir uns halt für das in der Nummer größer bestellt. Das sitzt hinten noch sehr leicht locker. Ich denke aber, nächste Woche wird sich das schon erledigt haben und das wächst halt noch ein bisschen mit. Wenn er ein bisschen größer ist, werde ich ihm dann halt auch wieder Geschirre selber nähen. So wie ich es bei Fanny auch gemacht habe. Da gibt es dann halt einfach ein bisschen stärkeres Garn, ein bisschen größeren D-Ring und dann wird das auch passen. Und was wir heute auch mitgeholt haben, ist vom Weltenclub dieses Paket. Und da war ich so ein bisschen entrüstet. Nein, also es ist ja umsonst, da kann man sich ja anmelden bei Fressnapf. Und normalerweise haben alle immer erzählt, es gibt einen Rucksack. Ich habe keinen Rucksack bekommen, sondern eine Dose. Das ist diese Dose, die man kriegt, wenn man seinen Hund bei Fressnapf Welpenclub anmeldet. Da gibt es auch zum Beispiel die Broschüre Loki. Loki! Prima! Genau, da gibt es auch die Broschüren. Ich glaube, hier ist auch einiges drin. Und wir wollen jetzt natürlich mal gucken, was da drin ist. Und zwar habe ich hier einmal von Select Gold Sensitive Medium das Junior Futter als Probe. So, da ist auf jeden Fall so eine Probe von Select Gold Sensitive Junior Futter drin, in der Größe, also für mittelgroße Hunde. Hatten wir jetzt noch nicht, wir hatten ja bis jetzt nur diese Leckerchen von Select Gold. Dann ist hier noch eine Probe von Real Nature drin, und zwar Huhn mit Fisch. Auch, glaube ich, Junior, genau, für Welpen und Junghunde.
Dann ist hier noch eine Dose drin. Das ist auch das, was Loki als Nassfutter bekommen hat. Wildkaninchen und Futter von Real Nature. Also das sind ja die Eigenmarken von Fressnapf. Und dann ist hier auch noch ein Spielzeug drin. Und zwar so ein niedliches Nilpferd von Anyone. Das hat wahrscheinlich auch ein Quietscher. Genau, für Hunde der Größe S bis L. Also das ist ganz lustig. Das wird aber, glaube ich, sehr schnell zerstören. Und nur zum Kuscheln ist das wahrscheinlich nicht gedacht. Und dann mal gucken, was hier noch drin ist. Dann ist noch ein Gutschein hier für Select Gold. Genau, dann nochmal hier so eine Broschüre über Select Gold. Ein kleiner Welpenratgeber. Payback-Punkte. Und dann eine Karte von Fressnapf mit einem Rabattcode, wo man ein bisschen Geld kriegt, glaube ich. Weiß ich immer nicht, wie viel. Wartet. Ein Gutschein über Schupp. Das habe ich nicht kaputt gemacht. 5 Euro Rabatt bei 35 Euro Bestell-Dingsbums. Ja. Also ihr könnt mir mal schreiben, wenn ihr das auch habt. Achso, und dann ist hier noch so ein kleiner Handy-Sauber-Macht-Dings von Fressnapf. Den finde ich ganz süß. Ihr könnt mir mal schreiben, wenn ihr dieses Welpenstarter-Paket damals für euren Hund auch hattet, was ihr drin hattet. Weil ich habe von vielen gehört, dass da viel mehr drin war. Und dass da halt auch so ein Rucksack mit bei war. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob ich den Rucksack benutzt habe. Ich habe eigentlich nur Rucksäcke und so eine Dose kann man ja für vielerlei Sachen benutzen. Dementsprechend bin ich zufrieden, ist da umsonst. Muss man ja auch dazu sagen. Dementsprechend, ja, hätte schlimmer sein können, aber es ist okay. Das Spielzeug wird, wie gesagt, nicht lange überleben, aber wir schauen mal, was er zu den anderen Sachen sagt. Okay, dann hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.